Schau doch dein Leben einmal. Ach so, bitte. Du bist auch nicht aus Marzipan rausgekommen. Oh, please, also. Shut the fuck up, man. Just shut the fuck up. Do you wanna play the fame game? Wir freuen uns aber erstmal, dass nach dem Exitus des Prinzen wieder Adel in der Hütte ist. Xenia, bist du eine Prinzessin? Ja, ich kann gar nichts dafür, aber... Du bist eine Prinzessin? Krass. Willst du den Namen kaufen? Heute Sonderangebot. Nein, danke. Nein, danke. Also ich persönlich kannte Xenia nicht. Ich habe jetzt aber erfahren, dass sie Prinzessin ist, eine echte. Prinzessin sein ist total geil. Also ich habe davon mittlerweile nur noch Vorteile. Oh mein Gott, Rocco und Xenia. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Geile Leute. Echt ja, geil. Cool. Echt geil. Echt cool. Echt aber jetzt reicht's aber. Ja, jetzt darf nicht mehr. Leute, die haben die extreme Macht. Ich glaube schon, dass Xenia und Rocco eine starke Konkurrenz sind. Sie haben noch volle Energie. Wir alle gehen hier schon echt auf dem Zahnfleisch. Und beide bringen auch das Gesamtpaket mit, um hier auch den Sieg davontragen zu können. Was ihnen natürlich keiner der anderen gönnen würde. Die Weichen sind also gestellt bei uns für viele neue Sternstunden der Menschheit. Ist das deine Portion, so, was du morgens isst? Das ist nicht für mich alleine. Ah, ja, okay. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Ist ja kein Problem, gesunder Hunger schadet niemandem. Natürlich, gut, aber wie kann ich so viel essen? Frühstück, unspektakulär, aber nicht bei uns, oh nein. Ich habe Frühstück für uns gemacht und es war auf dem Tisch in der Mitte. Und alle normalen Menschen nehmen sich was und machen das auf ihr Teller und essen. So macht man das, wenn man in einer Gemeinschaft ist. Außer man ist Cosimo. Dann langt man lieber mitten rein. Einfach, weil man's kann. Was ist das? Was ist das echt mal? Keine Ahnung, was das sein soll. Aber was ist das für ein Verhalten? So. Also, kannst du ja machen, wenn das dein eigener Teller ist, aber nicht, wenn theoretisch andere Menschen noch essen würden. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, dass ein Teller auf einer Grube hier steht und ein Mensch kommt und so sein Brot rumkriegt. What the fuck, Alter? Wo ist das Problem? Er hat null Benehmen, null Benehmen. Was ist das? Sie sucht einen Fehler, was sie nicht finden kann. Es hat niemand gestört bis jetzt. Da kommt der bisschen besser gebaute Typ so mit seinem Muskelshirt, dann hängt er hier so mit halt der Busen raus und dann greift er. Ja, es ist nicht die Prinz Charming Art. Das hast du schon mal gemacht? Jetzt seine Gewohnheit. Ja, ist gut. Guck mal. Zack. Zack. Ja. Fertig. Bravo. Hat dich das jetzt gestört? Tut mir leid. Nee, aber das ist echt. Was ist ja, das? Ja, ist alles gut. Die hat's auf mich abgesehen, schon seit Tag 1. Ich mag das nicht, wenn man so mit Essen spielt oder keine Ahnung, wenn man keinen Respekt hat einfach. Kein Benehmen, das Mindeste an Benehmen. Das hast du noch nie mit Menschen gewohnt? Warst du schon mal afrikanisch essen in Äthiopisch? Da isst man mit der Hand, so. Ja, aber nicht an... Oder? In Afrika gibt's... Junge, ja. Darum geht es nicht. Also, es man geht isst darum, mit der Hand und dem Brot. Entweder. Wenn man einen Teller in der Mitte eines Tisches... Ja, und? Ich vermute mal, hätte es jemand anders gemacht. Ja, dann hätte sie es wahrscheinlich nicht so laut gesagt, nicht so stark thematisiert. Was ist los, Amal? Unglaublich. Immer bei mir bist du giftig seit Tagen. Immer bei mir. Brauchst du diesen Mittelpunkt oder was? Was für ein Mittelpunkt? Weiß nicht, was willst du damit erreichen? Ich brauch dich. Oh mein Gott. Wer bist du, dass man über dich reden muss? Ne? Alles Alter. Gut, Mann. Aminata wird ja schon aggressiv, wenn sie Cosimo nur sieht. Ne? Wenn der die Augen Fuß aufmacht, ist schon alles falsch, was er macht. Ne? Also von daher ist es auch ein bisschen schwer, da noch mal irgendwie so einen positiven Switch zu machen. Schau doch dein Leben einmal. Also bitte. Du bist auch nicht aus Marzipan rausgekommen. Oh, please, also. Shut the fuck up, man. Just shut the fuck up. Alter, die macht mich hier dumm an, Alter. Was ist mit da los? Marzipan, Junge. Aber schon. Macht mich dumm hier an, Alter. Ist das Van Damme oder was? Nein, darum geht's nicht. Ich rege mich auf, weil ich zu viele Sachen sehe, die er macht.
Er macht zu viel Dummheiten, stellt sich dann immer als Opfer dar und die Menschen sind so scheiße und ich bin so bitter zu ihm von Anfang an. Viel zu viele Sachen macht er. Aber viele von diesen Sachen macht Cosimo richtig gut. Entertainment pur. Up, up, bass. Up and up into my bass. Up into my bass. Wir haben Weiberstunde, nicht Männer dabei. Oh, entschuldige, ich sitze zu den Männern. Okay. Cosimo ist halt so eine mega krasse Attention-Hure. Yeah! Die große Cosimo-Show. Ja, okay, manchmal nervt er vielleicht ein winziges bisschen. Oh, scheiße, Mann. Was heißt Nerv? Ich kann ja nicht die ganze Zeit alleine irgendwo chillen. Aber das ist schon... Oh, sorry. Aber ich wusste nicht, dass jemand drin ist. Vielleicht lernt man auch durch diese Nervereien, lernt man auch die Leute besser kennen. Ich bin ein Star. Auch wenn ihr denkt, weil ich hier mit euch chille. Ja. Aber willst du damit sagen, du bist mehr Star als wir? Auf jeden Fall. Ich bin da wahrscheinlich der Einzige, der es ehrlich sagt, dass ich ein Star bin. Cosimo fährt seinen eigenen Kurs. Das liebe ich auch an ihm. Der hat das Herz auf dem richtigen Fleck. Bei Aminata hat der Schwaben-Elvis keine Chance. Aber es ist ja fein. Also in dem Sinne von, ich werde ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Also soll er so sein, wie er ist.